antworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, warum habe ich die Vermutung, dass Sie bei meiner Redezeit heute großzügig sind? Ja, lieber Herr Kuhle, liebe Kollegen und Kolleginnen der FDP, ich habe gegen Ihren Antrag überhaupt nichts zu sagen, außer dass Haribo bunte Plakate noch keine moderne Partei machen. Entschuldigung. Das ist doch die Idee eines europäischen Kriminalamts ist nun wirklich keine bahnbrechende in diesem Haus. Wirklich nichts Neues. Ich glaube, einen größeren Konsens können Sie über Fraktionen hinweg zu kaum einem innenpolitischen Thema finden wie zu diesem. So. Und deswegen frage ich mich, was ist die Motivation dieses Antrags? Natürlich, wir haben Europawahlkampf und die FDP möchte etwas inszenieren. Daran möchte ich mich gerne beteiligen, aber für die Union, meine Damen und Herren, dass das Europol in Den Haag so eine einzigartige Erfolgsgeschichte bis heute ist, ist maßgeblich den deutschen Regierungen zu verdanken, wo sie leider nicht einen Innenminister gestellt haben, dass wir heute einen fast vierfachen Personalstandort haben, ein Budget von 140 Millionen, dass wir evolutionär Europol entwickelt haben von einer Grundidee Anfang der 70er über die Gründung der 90er als Austauschplattform. Heute, nachdem wir 2010 ein Übereinkommen gemacht haben, dieses Primärrecht, nachdem wir für Europol 2016 eine Verordnung haben, heute sind wir so weit, dass wir sagen können, Europol ist kein einfacher Assistent mehr der Mitgliedstaaten. Europol ist Partner geworden. Wir haben Primärrecht, in dem drinsteht, dass Europol heute ermitteln darf, operative Maßnahmen ergreifen darf, analytisch sein darf, gemeinsame Ermittlungsgruppen. Es entwickelt sich langsam eine ermittelnde Europol-Behörde, die den Geist eines Kriminalamts schon in sich trägt. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, das ist der Gedanke von Thomas de Maizière zum Beispiel gewesen. Ich spreche das ganz bewusst an, nicht nur, weil er da hinten sitzt. Wir haben in der Union immer den evolutionären Gedanken verfolgt, nie den revolutionären. Warum? Weil wir Deutsche schon in Deutschland wissen, wie schwierig es ist, den Föderalismus an der einen oder anderen Stelle zu überwinden. Sie denken an BKA und Terrorismuszuständigkeit, Sie denken an GTAZ. Das europäisch hinzukriegen, ist unser Ziel. Wir wollen ein Kriminalamt, aber das muss man in behutsamen Schritten tun. Und ich finde, wir sind auf einem ziemlich guten Weg. Ein Beleg dafür, Thomas de Maizière ist, glaube ich, einer der Ideengeber. Horst Seehofer setzt das heute fort. Das europäische Terrorabwehrzentrum bei Europol wurde maßgeblich von den deutschen Regierungen, von der deutschen Regierung der letzten gefordert. Und wir haben es in Den Haag umgesetzt, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, ob es in Den Haag ist, aber wir haben dazu gesellt eine Behörde für eine Plattform für OK, für Schleusungskriminalität, für Cyber. Es entwickelt sich etwas. Frau Mittag und Herr Irmer, die Kollegen von der SPD und von der Union sitzen in einem parlamentarischen Kontrollgremium, das neu geschaffen wurde. Ich spüre, dass wir genau auf dem Weg sind, wo Sie hinwollen. Aber das ist eine Angelegenheit von CDU und CSU. Wir haben es im Bundesvorstand beschlossen. Wir haben es im Europawahlkampfprogramm. Wir haben es im Koalitionsvertrag mit der SPD verankert. Sorry, meine Damen und Herren, also es ist wie bei Wiki, diese Zeichentrickserie, ihr schreibt bei uns ab und kommt hier und tut so, als wenn das eine neue Idee wäre. Nein, meine Damen und Herren, und jetzt mein letzter Gedanke. Jetzt müsst ihr euch anschnallen, jetzt tut's weh. Wenn wir mit Franzosen, Spaniern, Italienern, Briten oder wem auch immer ein europäisches Kriminalamt machen wollen, dann wollen die Kinderpornografie erfolgreich bekämpfen mit uns. Dann wollen die Terrorismus mit uns bekämpfen, erfolgreich. Dann wollen sie Cyberangriffe abwehren. Dazu glauben aber außer einigen wenigen Parteien in Deutschland alle anderen, dass man dafür erfolgreich Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Quellen, TKÜ, Cyberabwehr und KI einsetzen muss. Wie wollen Sie denn ein europäisches Kriminalamt etablieren als zahnlosen Tiger,
Wir möchten eine moderne Sicherheitspolitik. Wir wollen den Franzosen, Spaniern, Italienern und allen Freunden rundherum das Angebot machen, dass wir ein leistungsfähiges Amt gründen werden oder aufbauen. Da müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen bewegen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von Notz. Ich mache gleich fertig und dann, meine Redezeit ist Ende. Ich empfehle an der Stelle Manfred Weber. Ich empfehle an der Stelle Manfred Weber. Wenn Sie einen Politiker suchen, wo Inhalte und Person stimmen, dann gibt es auch einen deutschen Patriotismus, dann wählen Sie Manfred Weber. Egal, wo Sie herkommen, aus welcher Fraktion, es ist immer eine gute Idee. Sie wollten Wahlkampf, jetzt haben Sie ihn gekriegt. Herr Dr. von Notz. Nein. Kollege Schüssel, nein, Moment, so geht das noch nicht. Nun ist die Redezeit, Moment, Herr Kollege von Notz, nun ist die Redezeit mit 20 Sekunden abgelaufen. Und da die Redezeit zu Ende ist, kann ich keine Zwischenfrage mehr zulassen. Und eine Endfrage kennt die Geschäftsordnung noch nicht. Herr Kollege Schuster, vielen Dank für Ihren Beitrag. Dankeschön. Ich fand ihn gut. Als nächster für die AfD-Fraktion der Kollege Martin Hess.